Technikvideo. Und damit herzlich willkommen auf dem Semu-Kanal. Heute geht es mal um das Setup, was wir jetzt heute, hier, gestern und heute auf der Musikmesse und ProLight & Sound 2019 hatten. Wir haben nämlich ein bisschen was verändert dieses Jahr. Und hiermit. Genau. Fangen wir mal mit den Kameras an. Semu filmt gerade mit meiner GH5, die kennt ihr schon. Ja. Mit dem Leica 12 bis 60 mm, Blende 2.8 bis Blende 4. Wir haben da kein ND-Filter drauf. Und als Mikrofon nutzen wir das Rode Video Micro. Und als zweite Kamera, die nutzen wir hauptsächlich für die Interviewsituation. Da haben wir die GH5S mit dem Vogtländer 10,5 mm Blende 0,95. Die ist übrigens neu, aber dazu muss ich ja noch ein Video drehen. Ich weiß. Und wir haben da drauf einen ND8 ND-Filter von Haider, der uns ermöglicht, bei Offenblende auch zu filmen, ohne dass wir jetzt irgendwie die Blende noch weiter schließen müssen. Genau. Das bedeutet, es gibt coole, unscharfe Hintergründe. Genau, Cinematics. Ja. Ja, genau. Und wir haben hier oben drauf das XLR1-Interface von Panasonic. Das ermöglicht uns, zwei XLR-Mikrofone anzuschließen. Die hole ich jetzt gerade mal. Da läuft er. So. Und zwar haben wir hier zwei Beta 58A von Shure mit Super-Nieren-Charakteristik. Diese Mikrofone... Ja, du solltest beim Glücksrad anfangen. Ja, total. Genau. Maren Gilzer für Arme. Genau, die zwei Mikrofone. Und hier haben wir zwei XLR-Kabel, die haben wir jetzt sozusagen, das haben wir ganz neu entwickelt, das Setup. Wir haben ja immer das Problem bei Interviewsituationen, wir haben nicht so viel Zeit. Entwickelt. Genau. Und deswegen haben wir jetzt hier einfach einen Kabelbinder hier unten an das Stativ dran gehängt, wo wir die 5 Meter XLR-Kabel einfach aufgerollt haben. Wunder der Technik. Und wenn wir ein Interview führen müssen, dann machen wir das ganz einfach, oh mein Gott, mit einer Hand. Hier haben wir das Kabel, das wickeln wir dann einfach ab. So, ich brauche dafür jetzt ein bisschen länger. Das ist Originalgeschwindigkeit. Genau. Und dann haben wir hier die zwei Anschlüsse. Gehen da hier entsprechend an die Mikrofone. Und dann können wir im Prinzip schon loslegen. Das Einzige, was wir da noch machen müssen, ist natürlich den Ton ein bisschen einpegeln. Und dann kann es losgehen. Und das finde ich ziemlich cool, weil das hat unsere Geschwindigkeit enorm verbessert. Und das werden wir mit Sicherheit bei der nächsten Musikmesse wieder machen. Wer falls, weiß, was dir bis dahin noch alles einfällt. Falls ihr jetzt Tipps haben solltet, oh mein Gott, ihr könnt das doch noch viel besser machen, dann schreibt es unten in die Kommentare rein. Ansonsten bedanken wir uns wie immer für jedes Abo, für jeden Like und für jeden Kommentar unter dem Video. Und von daher wünschen wir euch noch was. Für jeden Kommentar über dem Video. Genau. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Tschüss.